Bereit für Halloween? Dann hol ich die 4 neuen limitierten Halloween Designs von Team Melone, Totem Apollo und dem brandneuen Vampir Design. Außerdem gibt es die Glowing Edition, die im Dunkeln leuchtet, das vollbedruckte All-Over-Print-T-Shirt sowie die 3 exklusiven neuen Mystery Boxen. Limitiert nur jetzt auf shop.gravity.com. Ich bin die Prinzessin des Königreichs. Bist du neu hier? Bevor ich dich hinrichte, habe ich allerdings ein paar Fragen an dich. 0 Uhr mitternachts musst du Wache halten. Was soll ich denn eigentlich machen, wenn jetzt wirklich irgendein Monster kommt? Was? Warte, da hat sich was bewegt? Ah! Oh mein Gott! Hallo? Wo bin ich? Was passiert? Und warum lebe ich? Leute, hat das Monster mich nicht gefressen? Und was ist das? Book and Krill. Heute Abend am Fuße des Turmes? Komm allein? S. Hey, wer ist S? Leute, ich bin so verwirrt gerade. Also anscheinend habe ich das Monster überlebt irgendwie. Glaube ich? Ich kann mich erinnern, Leute, dass ich ausgesperrt wurde von dem dummen Königreich. Aber anscheinend habe ich überlebt. Und hier sieht man es gerade. Hier oben ist ein Turm. Seht ihr es? Bei Tag sieht man es viel besser. Okay. Na, dann geht's auf nach Hause. Leute, ich habe jetzt Hühnchen zu rupfen mit diesen dummen Dorfleuten. Die haben mich ausgesperrt. Aus dem Dorf. Die haben gesagt, ich soll Nachtschicht halten. Und dann haben die mich ausgesperrt zu diesem Monster. Genau hier. Okay. Aber das Monster ist zum Glück bei Tag nicht da, glaube ich. Wobei, wir haben es einmal gesehen in Folge 1, erinnert ihr euch? Da habe ich mit den Bauern geredet in Folge 1. Und das hat man im Hintergrund gesehen, habt ihr mir alle geschickt. Ich habe leider keinen Screenshot. Okay. Achtung, Vampire. Alles klar. Ich glaube, das Monster war kein Vampir. Ich bin mit dem, hier ist ein Werwolf, der mutiert ist oder irgend sowas. Hier habe ich, Leute, guck mal. Ich habe gerade noch das Ding, den Screenshot rausgesucht. Hier. 13 Minuten 54 in Folge 1. Seht ihr es? Gravo, der sagt, Kartoffeln sind mein Lebenswerk. Seht ihr es? Das ist doch das Monster, oder? Schreibt es mir in die Kommentare. Denkt ihr es? Doch, das ist safe, das Monster. Also sollte ich aufpassen, weil das heißt, dass das Monster bei Tag auch draußen sein kann. Okay. Hey, die haben wieder aufgemacht. Der Typ ist wieder da. So, du hast also in der Nacht überlebt. Willkommen im Club! Lol, du auch? Du musst wissen, er folgt immer dem Licht. Lol, das wusste ich nicht. Wie eine Motte. Deswegen wurden wir in Folge 1 so gejagt, weil ich eine Taschenlampe mit hatte. Also, eine Laterne besser gesagt. Jetzt macht einiges Sinn. Aber bei meinem Vorgänger Boris hat auch das nichts gebracht. Lol, also wurdest du gerne in der Finsternis gefangen? Also bleib hutsam, du bist tapfer. Okay, alles klar, danke Stefan. Ich bin mal gespannt, was hier getan hat. Der Typ ist jetzt hier draußen. Heinz, mein Schatten hat heute Morgen wieder versucht, mich zu verspeisen. Ich glaube, ich sollte mir langsam einen neuen zulegen. Warte, was? Die Vampire sind zurück und sie wollen unser Blut. Sie wollen es trinken und verzehren. Alles. Ich glaube, der ist ein bisschen schon an Altersdemenz leidend hier. Okay. Super komisch Typ. Oh, die beiden hier. Was mit der? Meine Mutter redet immer davon, dass Vampire so böse sein sollen. Aber das glaube ich gar nicht. Vielleicht sind die ja lieb. Wenn ich ein Vampir wäre, würde ich einfach mein eigenes Blut trinken und friedlich sein. Leute, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Warte mal, wenn man ein Vampir ist, kann man das sein eigenes Blut trinken? Ich glaube, das funktioniert nicht. Oder doch? Ich weiß nicht. Nicht jeder muss immer böse sein. Okay. Was sagt... Ach, das ist ihre Mutter. Weg von mir und von meiner Tochter. Ich trau dir nicht. Wir wissen immer noch nicht, ob du einer von ihnen bist. Okay, alles klar. Was ist mit dem kleinen Jungen hier? Du bist ein Werwolf? Nein, ich bin kein Werwolf. Hilfe, der Werwolf will meine Niere essen. Warte, was zur Hölle? Okay, Leute, der Typ ist mir wieder zu komisch. Kein Spaß, die Leute im Dorf haben alle irgendwie einen Knacks in der Pax. Ich habe keine Ahnung. Dietrich, eines Tages werde ich diesen Werwolf fangen und grillen. Warte, da hinten ist der Typ. Er hat früher meinen Vater aufgefressen.
Warte, was? Also ist es so mit meiner Lebensaufgabe, dass ich ihn fresse? Ich glaube nicht, dass es jetzt, eines Tages werde ich ihn fangen und grillen. Okay, dann mach das, dann grill ihn und fang ihn und keine Ahnung, tu was du willst, egal. Der Typ, so komisch, will einfach. Ich glaube nicht, dass man den Werwolf einfach essen kann, ja? Vor allem, der ist ein bisschen größer. Ich meine, da kommt viel Fleisch raus. Und weil ich vorhin dieser Typ, dieser, du bist ein Vampir? Manfred? Warte. Hallo? Ich weiß, du bist zu Hause. Warte mal. Hä? Hä, wieso? Wieso bist du jetzt hinten? Du! Ja, was ist denn? Warte, ich, lass mich raten. Bist du Vampir? Hä, was macht ihr denn? Sind Kartoffeln Vampir? Nein! Hä, das ist Weizen. Das ist nicht mal Kartoffeln. Nein, Kartoffeln können kein Vampir sein. Okay. Na, da ist er mal beruhigt. Hä? Nur Menschen können Vampir sein. Was denn? Hab bei Russen Fenster gebaut. Was? Du hast was gemacht? Du Manfred, warte mal, was sagt der? Glaubst du, dass du aus diesem Konzert Ruski? Ich hab keinen. Diese Vampire, sie haben meine Wand geklaut. Oh. Ja, das waren die Vampire. Okay. Manfred hat einfach ein Fenster gebaut beim Russen, weil er denkt, dass es ein Vampir ist. Aber okay, ich glaube, der repariert das gerade schon wieder. Was ist das? Warum läufst du weg? Du kannst hier einfach so... Honigwand. Warum hast du die mitten in deiner Wohnung? Was zum... Manfred. Warum? Ja, das frage ich mich auch, warum du das gemacht hast. Weißt du das selber nicht? Du hast einfach den Teil... Er hat einfach... Okay. Er hat einfach ein Fenster gebaut und hier das... warte. Was warte? Ja? Was? Was denn? Ey, der Typ ist so komisch, kein Spaß. Warum bist du Vampir? Hey, kein Warum. Ich bin kein Vampir. Und Kartoffeln sind auch kein Vampir. Okay. Aber der Russe, glaube ich, der ist vielleicht Vampir. Aber nur vielleicht. Und du hast jetzt deine Wand. Hä, was meint ihr mit Honigwand? Was macht er jetzt? Schau mich an. Okay. Was ist? Ich schaue dich an. Das ist ein Baum. Honigbaum kaputt? Hä, was? Hä, das ist nicht... hä? Ein Baum produziert kein Honig. Okay. Ja, Honig. Hä, warte mal, du hast von dem gelben Baum hier Honig bekommen. Du weißt schon, dass Honig von Bienen kommen, oder? Warte. Oh, habe ich gerade sein Weltbild zerstört. Weshalb ist Vampir? Das macht nicht mal Sinn. Weshalb ist Vampir? Hä? Er hat Honig. Okay. Hier hast du Honig. Wo? Hier. Oh, okay. Manfred. Ich hoffe, du bist glücklich jetzt hier mit deinem neuen Fenster. Wand ist Vampir. Okay. Die Wand schützt dich also vor Vampiren. Sehr gut. Freut mich. Alles klar. Super. Applaus. Okay. Okay, Manfred. Es war schön mit dir. Ich mache mich jetzt wieder auf hier. Okay? Wenn du Vampir siehst, dann gib mir Bescheid. Magst du Vampir? Ich habe noch nie ihn getroffen. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja nicht, wenn die so sind, wie er alles sagt. Oh, was sagt er jetzt schon wieder? Warum? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe noch keinen getroffen. Und ich mag die nicht, weil alle irgendwie sagen, Vampire, Vampire, Vampire. Böse, bist du Vampir? Weshalb ist Vampir? Honig mag Honig. Das freut mich, wenn der Honig den Honig mag. Weißt du was, Manfred? Ich glaube, du solltest weniger Honig essen und mehr in die Schule gehen. okay. Dann ciao. Okay, okay, okay. Okay, alles klar. Okay. Na, wenn so das, Leute, dann bin ich beruhigt. Aber, Leute, aber das Monster ist, glaube ich, wirklich jetzt tagsüber unterwegs. Also, wir sollten aufpassen, weil... Ist es schon mal aufgefallen, hier hinten? Ist hier auf der Mauer? Nee, die Mauer hört hier auf. Aus dem Berg kann jetzt jemand reinkommen. Die Mauer schützt nicht mal wirklich. Ich bin gespannt. Leute, schaut achtsam meine Folgen, Leute. Ich glaube, das ist wie ein Ritual, dass manchmal irgendwo im Hintergrund das Monster mich beobachtet.
Ich habe echt Angst. Wahrscheinlich beobachtet mich Manfred einfach, wenn man... Keine Ahnung. Jedenfalls, Leute, ich sag's nochmal hier. Wenn noch nicht habt hier, es gibt eine Glowing-Edition. Ja, wenn ihr Angst habt im Dunkeln, holt euch hier eine Glowing-Edition von Vampir. Hier sind alle drauf, die ihr kennt hier. Ich, der Knochendrache, Baby Chaos und Slimy, Blocky sogar drauf, Meloni. Und es leuchtet echt im Dunkeln. Ultra geil, limitiert auch nur bis 3.11. Ich glaube noch 3 Wochen, ja. 3 Wochen nach ist Film weg hier. Ebenso Mystery-Boxen, wo ihr plus 30 Euro Wert kriegt bei der großen legendären Box. Ihr habt so viel schon leer gekauft. Wir haben jetzt nicht so viele Pakete davon übrig, ja. Also ihr kriegt zufällig Artikel, aber wir haben eine bestimmte Anzahl an Sachen beiseite gelegt. Also Leute, wenn so viele von euch mehr Boxen kaufen, müssen wir ein bisschen was nachproduzieren. Also vielleicht habt ihr die Chance, was zu kriegen, was noch, was nie wieder gibt im Shop hier, ja. Etwas, was mal limitiert war und ihr euch jetzt gar nicht mehr kaufen könnt. Zum Beispiel irgendein altes limitiertes Design. Oder ein saftig Plüschtier. Holt euch, wie gesagt, Mystery Box ultra geil. Hier ist normale Vampir-Design. Wenn ihr Vampir-Fan seid, darf das nicht fehlen in eurer Sammlung. Ultra geil hier. Und hier die Glowing Edition. Super nice. Team Melon Halloween ist auch ultra geil. Und Totem ist natürlich der absolute Killer. Das All-Over-Print sieht so sick aus. Und so viele von euch haben es sich schon geholt. Also wenn ihr eins haben wollt, seid schnell, weil wir haben nur eine gewisse Anzahl an produzierten Stück hier von diesem All-Over-Brand. Also irgendwann ist das wahrscheinlich aus. Kann sogar schon sein, dass es vor dem 3.11. aus ist. Ich dachte, das hält bis dahin, aber wenn ihr so weiter Gas gebt, genau, Mystery Boxen, genau. Leute, Shop-Punkte zu bekommen, schaut vorbei, würde mich ultramäßig freuen. Und genau, ich wollte jetzt hier noch mit dem Typen reden. Was mit dem hier? Letzte Nacht soll der Werwolf wieder angegriffen haben? Wir sind hier nicht mehr sicher. Diese Schnösel verstecken sich in ihrer Burg und wir sind die frische Beute. Ich muss von mehr Taler sammeln, um mir ein Ticket in die Burg leisten zu können. Okay, das kann er machen. Und hier ist immer noch cool. Beim Russen hat er aber ein Loch jetzt. Aber ich glaube, er repariert schon, also von daher passt das. Okay, wer ist diese werte Dame hier? Warte mal. Hier, dich hier. Maria. Ich glaube, die Vampire sind zurück. Warte, was? Sie waren schon mal da. Ich habe es letzte Nacht gehört. Ich glaube, sie meint das Monster. Ich habe Angst, aber ich vertraue unserer Königin. Sie weiß, was sie tut. Ja, Leute, ich bin mir echt nicht ganz sicher, ob hier sich ist in dem Dorf. Ich glaube, ich sollte hier reingehen in mein Haus. Ich habe hier hinten irgendwo, warte mal. Der König wurde ermordet? Was? Wer hat den König? Ergreift den Vampir. Warte, was? Oh. Lauf! Ich bin kein Vampir! Oh mein Gott. Ja, die kommen hinterher. Leute, lauf, 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 lauf! Ich bin kein Vampir, ich schwör! Leute, was? Warte, du bist Vampir? Nein, Manfred, ich bin kein Vampir! Okay, lauf, lauf, lauf. Ich muss weg. Also im Dorf sind wir nicht mehr sicher. Oh nein, es wird dunkel. Leute, der König wurde gekillt, aber safe nicht vom Werwolf. Hey, wer könnte den König gekillt haben? Warte mal, mir fällt gerade ein. Haben wir so ein Buch hier? Heute Abend am Fuße des Turmes. Komm alleine. Es. Wir haben Abend, glaube ich. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, sonst wird sogar schon Nacht. Oh, ich sehe gar nichts mehr. Okay. Hier hinten schon in der Höhle zu sein? Am Fuße des Turmes. Ist das hier? Ich wollte mir sowieso mal anschauen, das habt ihr in all die Kommentare geschrieben. Übrigens, danke an all den Support hier von euch. Hier, lasst ein Like, wenn ihr mit Vampir sehen wollt. Ihr habt gesagt, ich soll den Turm mal auschecken da oben. Alter, was hier für Büsche sind, seht ihr die? Oh mein Gott! Alter! Syndra, buh! Was fällt der mich so zu erschrecken und wer bist du? Du hattest dich in den Büschen versteckt. Oh mein Gott, diese Mann. Hier ist man ja mal ultra sicher. Hi! Ja! Hi, zurück! Wer bist du? Es? Dich habe ich also gerettet? Warte mal, das Buch ist von dir? Es, Syndra, macht Sinn. Okay! Alles klar! Komm mit! Hört ihr das? Manchmal hört man so richtig komische Geräusche in der Nacht. Warte mal, siehst du in der Finsternis? Du musst vorsichtiger sein. Ja, das glaube ich. Kommt der Werwolf hier nicht hoch? Und Alter, wie weit geht's denn hier rauf? Warte, wurdest du rausgeworfen aus dem Dorf oder verbannt oder so? Der Werwolf zögert nicht, dir den Kopf abzubeißen. Ja, das habe ich schon leider auf die gruselige Art rausgefunden. Okay.
Hä, bist du hier so eine Art Außenseiter, oder? Ich bin übrigens Sandra, ich wohne hier manchmal. Manchmal? Okay. Hi Sandra, ich bin Flo. Ich bin eigentlich auf der Durchreise, aber ich kann jetzt nicht wirklich weg, weil ich ja ein Werwolf haust. Ey, die Wälder sind so gruselig aus bei Nacht. Warte mal, wie siehst du dich, wo du hinlaufst ohne Licht? Ich bin etwas schüchtern, das verwundert dich nicht. Okay. Ich meine, Leute, ich bin gern offen für Neue. Hier sind Glühwürmchen. Ihr wisst, was das heißt. Okay, renn da. Warum ist alles so dunkel hier drin? Oh, und ich bin übrigens ein Vampir, also keine Angst. Oh! Aber keine Angst? Oh mein Gott, Leute. Treffen wir heute einen Vampir? Oder noch besser, ein Vampir-Mädchen? Wir sind nicht so böse, wie alle immer sagen. Okay. Ja, wenn du das sagst, Leute, ich bin wirklich ganz lieb eigentlich. Ich packe aber trotzdem mal mein Messer raus. Du wirst nicht mehr... Außer wenn du Knoblauch trägst. Ich habe kein Knoblauch. Ich trage höchstens Melone. okay. Dann werde ich dir das Blut aus den Adern saugen, bis du auf dem Boden liegst. Okay. Das würde ich lieber nicht machen. Okay. Aber hey, eigentlich bin ich ganz nett. Ja. ja, ganz nett. Okay, ich vertraue mal. Weil Leute, man muss hier mein eigenes Bild machen. Man soll nicht auf das hören, was die anderen alle sagen. Wenn alle anderen sagen, Vampire sind böse. Ich weiß nicht, ja. Wenn die lieb ist. Du kannst gerne bei mir übernachten, wenn du willst. Ja, also ich würde nicht gerne jetzt wieder raus zum Werwolf. Okay, ja, ich übernachte gern mit dir. Warte mal, wo geht's dir überhaupt hin? Ich habe nichts dagegen. Haha, okay. Ja, Leute, die übernachten wir heute bei einem Vampir. Oder bei einer Vampirin. Ich weiß nicht, wie man richtig sagt. Es wird schon spät. Lass nach oben gehen. Okay. Leute, ich hoffe, dass sie mich nicht in eine Falle lockt und dann meinen saftigen Melonensaft trinkt. Wobei, warte, ich habe gar kein Blutfilm mehr drauf. Oh, was hat die hier? Und du bist sicher, dass du nicht mein Blut oder meinen Saft trinkst? Weil ich würde meinen Saft hier gerne behalten, Leute. Meinen Melonensaft. Stimmt, ich bin eigentlich sicher vor Vampiren, wenn man es so nimmt. Okay. Oh! Okay, hier schläfst du? Okay, oh Leute, ein Doppelbett. Okay. Ha, ich schlafe doch nicht im Bett, du Dussel. Warte, was? Wo schläfst du? Oh! Okay, dann ist einiges mehr klar. Ich bin ein Vampir, wir schlafen in einem Sarg. Okay. Stimmt, Leute, Vampire. Ich sehe doch kein Spiegelbild hier. Okay, Sandra, dann schlaf mal hier. Dann mache ich mich auch mal auf hier. Na dann, gute Nacht. Bereit für Halloween? Dann holen Sie vier neue limitierten Halloween Designs von Team Melone, Totem Apollo und dem brandneuen Vampir Design. Außerdem gibt es die Glowing Edition, die im Dunkeln leuchtet, das vollbedruckte All-Over-Print-T-Shirt sowie die drei exklusiven neuen Mystery Boxen. Limitiert nur jetzt auf shop.gravity.com.